Tja, ihr Lieben, ihr seid da, wir sind hier, es kann also richtig losgehen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung, offene Show, heute Nacht 0130 2911, die Telefonnummer, unter der ihr mich hier erreicht, und die Faxnummer 0130 1151 22. Erste Anruferin ist Jasmin, 34 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Also ich wollte mein Karnevalserlebnis erzählen. Bitte. Also ich bin seit einem halben Jahr Rentnerin. Ich, wie gesagt, ich bin 34, werde nächsten Donnerstag 35. Ja. Und habe sehr wenig Geld und war immer schon ein Karnevalsjack. Mhm. Und ich habe gerade dieses Jahr keine Kohle mit 900 Mark Rente. Da komme ich so gerade, also über die Runden kann man nicht sagen, aber ich schaffe es zu überleben. Mhm. Da habe ich gesagt, Karneval kannst du ja abschminken. Mhm. Und dann sagt eine Bekannte, Mensch, komm doch, ich wohne ja hier im Ruhrgebiet, komm Donnerstag, geh doch mit da auf den Platz. Kannst du machen, Frau braucht kein Geld. Im Ruhrgebiet auf dem Platz? Im Ruhrgebiet, ja, genau. Gibt's da Karneval? In Duisburg, ja, sicher. Gibt es? Das ich bitte um Entschuldigung. Also, das ist ja nicht so weit weg von Düsseldorf. Ja. Also, da ist sehr jeck sind die Leute. Ja. Also, das ist so, ich habe in Düsseldorf mal gearbeitet, also, das ist kein großer Unterschied. Aha, na gut. Naja, auf jeden Fall, ich bin dann am Donnerstag mit dem Bus in die City gefahren. Also, wir haben hier, wo ich wohne, so eine kleine City. Mhm. Bin da hingefahren, kein Geld in Tasche, keine Zigaretten, nur mein Schlüssel und meine Fahrkarte. Mhm. Das dauerte eine Viertelstunde, hatte ich den ersten Dirty Harry an Hand. Aha. Das ist so ein Lakritz-Schnaps, schmeckt wie Hustensaft, ganz fies. Ja. Dann dauerte das noch 20 Minuten, hatte ich das erste Bier in der Hand. Und so ging es dann weiter. Immer irgendwie von jemandem Angebot immer bekommen? Immer irgendjemand, ich muss sagen, ich kenne sehr viele Leute auch. Warst du verkleidet auch? Nee, verkleidet war ich nicht, weil ich bin sehr stabil geworden. Seitdem traue ich mich da nicht so. Vorher war ich immer verkleidet und jetzt zurzeit nicht. Auf jeden Fall, das Bier und der Schnaps floss. Es floss. Ja. Nur ich wollte abends um 6 Uhr noch zu meiner Schwester und die mag Alkohol nicht, also musste ich mich ein bisschen zurückhalten. So ab 2 habe ich dann so ein bisschen Piano gemacht. Ich war zwar schon lecker angetrunken, aber dann habe ich Piano gemacht. Was heißt aber denn, halt, was heißt denn Piano machen? Also weniger trinken. Weniger trinken, ah ja. Bisschen langsam. Ja. Aber wie gesagt, ich wäre normalerweise um 6 Uhr sturzbesoffen gewesen. Ja, ja. Und der Gag war, ich bin nachher gegen 6 Uhr dann zu meiner Schwester gegangen und hatte dann, wie gesagt, ich bin ohne Geld und ich hatte eine Schachtel Zigaretten in der Tasche, 10 Mark und eine Dose Bier in der Jackentasche. Und so bin ich dann zu meiner Schwester gekommen. Ja, woher kamen die 10 Mark denn? Ich habe einen Bekannten getroffen, der ist etwas älter als ich. Ja. Und der hat er gesagt, hier Mädchen, nimm mal 10 Mark. Kauf. Ja, nee, nicht ganz, aber der sagte nur, wie geht es dir, sag ich, gut, sag ich, nur die Finanzen, ich sag, komm, hier hast du einen Zehner, trinkt der mal Bier. Also du bist ohne Geld zum Karneval gegangen. Ja, und bist Geld nach Hause gekommen. Bist mit Geld und Zigaretten nach Hause gekommen und hast dich köstlich amüsiert und auf deine Kosten vor allen Dingen gekommen. Ja, genau, ich habe getanzt, ich habe sogar mit einem Polizisten getanzt. Ja, das machen die auch gerne im Karneval. Ja, da waren zwei so richtig uniformiert mit Lederjacke im Alm. Der eine hatte, den fand ich ganz toll, mit dem einen habe ich getanzt und der andere hatte so einen Knopf im Ohr. Ja. Und dann war mir klar, dass das Polizeifunk ist, aber ich bin dann zu ihm gekommen und sage, was hören Sie denn da jetzt? Er ganz spontan Dire Straits. Fand ich sowas von witzig. Jasmin, also hier in Köln wird gerne geküsst. Da sagt man, das man gibt Bützchen. Und Bützchen, ja. Heißt das bei euch auch so? Ja, sag mal bei uns auch. Und hier werden auch, also man bützt hier auch sehr gerne die Polizisten im Karneval. Ja, ja. Die hatten das ganze Gesicht, bevor ich dahin kam, schon voll Make-up. Überall Lippenstift im Gesicht. Also das klingt, aber das war ja noch nicht das Schlimmste. Samstag ist bei uns hier dagegen so ein kleiner Karnevalszug, also nicht zu vergleichen mit bei euch in Köln. Natürlich also nicht. So ein Kinderkarnevalszug eigentlich. Man trifft sich dann schon so mittags auf so einem Platz, da gibt es zwei Bierstände und so eine Würstchenbude. Und ich war schon sehr früh da war noch gar nichts los. Da kam schon ein Bekannter vorbei, war so gegen 12 Uhr. Hör mal, hast du nichts zu trinken? Und drückte mir sofort eine Dose Bier in die Hand. Da war 12 Uhr. Hatte ich die ausgetrunken, eine Dreiviertelstunde später stand der nächste Bekannte neben mir. Komm, wir trinken ein Bierchen. Also es ging wieder so los? Es ging genau wieder so weiter. Wie ein Tag vorher. Ich hatte wieder nichts mit, außer Schlüssel und Fahrkarte. Also ein richtig schönes Karnevalserlebnis. Ja, also ich sag, das wurde ja noch lustiger. Ich bin ja dann abends, um 17:45 war ich dann zu Hause, schön angetrunken, da möchte man ja weiter feiern. Ja. Ich hatte mittlerweile 4 Mark in der Tasche. Aha. Die hat sich ergattert, weil an den Bierständen musste man jeweils 2 Mark Pfand bezahlen. Mhm. Und der mir das Bier ausgegeben hat, der ist abgehauen. Also habe ich die 4 Mark Pfand in der Tasche gehabt. Ja. Und bin damit dann, weil der Bekannte sagt, komm Mädchen, Karneval, 1,80 Mark in der Tasche, damit kannst du auch weggehen. Mhm. Ich denke, gehst in eine Kneipe, ein Bier, dafür kannst du trinken, wenn nichts passiert, fährst du wieder nach Hause. Ich kam rein, treffe einen Bekannten und wir trinken. Ich sage, dann haben wir getrunken, die hat nachher 130 Mark da bezahlt. Ich war nachher so frech, ich habe dann auf seine Kosten dann noch anderen einen ausgegeben und der hat alles schön bezahlt. Dann waren wir noch in 2 Tanzlokalen, noch Tänzchen gemacht und dann irgendwann mitten in der Nacht, ich weiß nicht mehr, wie spät es war, hat er mich noch mit dem Taxi bis nach Hause gefahren. Ich habe die dann so ein bisschen abgewimmelt, weil ich dann alleine sein wollte. Also ich sag, man kann als Frau Karneval rundherum ohne Geld feiern. Gut gelungen, ohne Geld. Ohne Schöne Geld, Sache. Es war ein runder, lustiger Abend.
Ich hätte das nie, ich hätte mich ja gar nicht getraut, weil vorher, es gab Zeiten, da habe ich sehr viel Geld verdient und da habe ich eigentlich sehr viel ausgegeben. Ja. Also. Auch Männern oder so, also es war ein runder, lustiger Abend. Das wird dich jetzt animiert haben, im nächsten Jahr wieder zum Karneval nach Duisburg zu gehen. Das klingt gut. Vielleicht sollten wir alle mal nach Duisburg gehen, dann kriegen wir alle einen ausgegeben. In Duisburg, sage ich, Frauen können ohne Geld wirklich weggehen. Danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Jasmin. In Duisburg können Frauen ohne Geld weggehen. Steffi, 22. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Steffi. Ich wollte erst mal sagen, deine Sendung ist echt super. Danke. Ich habe ein ganz großes Problem. Was ist denn los? Mein Freund schlägt mich. Mhm. Wie lange bist du mit deinem Freund denn schon zusammen? Bis nächste Woche ein Jahr zusammen. Mhm. Und seit wann schlägt er dich? Ziemlich am Anfang unserer Beziehung hat es schon angefangen wegen Kleinigkeiten. Was sind denn das für Kleinigkeiten? Es geht dann halt darum, wegen mit meinen Eltern oder so, wollte er damals nicht mit hochgehen oder so. Dann war er dann eingeladen gewesen, da hat mich halt so einen sympathischen Eindruck meinen Eltern halt gemacht und so. Und dann fing das halt an mit der Klopperei und so. Und er hat keinen sympathischen Eindruck gemacht? Ja, er hatte halt nicht die richtige Kleidung angehabt, die man eigentlich da tragen musste. Und wie, und deshalb hat er dich dann geschlagen, weil er keinen sympathischen Eindruck bei deinen Eltern gemacht hat? Ja, dann, also ich habe ihn halt über so eine Telefonline kennengelernt. Mhm. Und dann waren wir hinterher nochmal drauf gewesen. Wir wollten halt mal ein paar Typen verarschen und so. Und naja, und dann war er ziemlich eifersüchtig gewesen. Dann kam das halt dann auch alles zusammen und dann fing halt diese ganze Klopperei dann damit an. Und das hat sich mittlerweile so gravierend irgendwie verstärkt. Also der hat mich einmal aufs Bett geschmissen, hat mit der Fäuste auf den Rücken eingeschlagen und hat mich an den Haaren gezogen und so. Und heute Morgen ging das auch wieder los, hat er mich gegen den Schrank geknallt. Und weswegen heute Morgen? Er hat ziemliche Probleme mit seinen Pflegeeltern, dass sie den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Mit wem hat er Probleme? Mit seinen Pflegeeltern. Pflegeeltern? Ja, der hat den Kontakt zu ihm, also die wollten den Kontakt nicht mehr zu ihm haben. Und dann, weil ich halt auch im Moment sehr viel Probleme habe im Hals. Und dann hat er, weil er Probleme mit den Pflegeeltern hat, einfach so ohne Grund auf dich eingedroschen? Ja, das ging halt darum, weil er mir im Moment keine Anerkennung mehr irgendwie schenkt. Das heißt also, er schenkt mir keine Blumen oder irgendwie meine Anerkennung. Ich habe so viel für ihn getan, von ihm kommt überhaupt nichts im Moment rüber. Steffi, wo wohnt er denn? Wir wohnen 60 Kilometer auseinander, wir wohnen noch nicht zusammen. Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank. Ja. Wie alt ist er? Ist so alt in deinem Alter? 25. Ja. Wie oft kommt das denn vor, dass er dich schlägt? So im Monat, frage ich mal. Oder in der Woche? 3-4 Mal vielleicht im Monat. Mhm. Aber es geht ganz schön an die Nerven. Steffi, was hast du denn für ein Gefühl noch zu diesem Freund? Wenn das geht jetzt ein ganzes Jahr so. Und du hast sogar gesagt, dass es schlimmer wird in letzter Zeit. Ja. Was hast du für ein Gefühl noch zu ihm, für ihn? Ich habe eigentlich noch ganz große Gefühle für ihn. Weil ich ihn halt noch immer liebe, trotz der ganzen Klopperei. Aber tut das denn der Liebe nicht doch einen großen Abbruch, wenn man so behandelt wird? Doch, schon. Ja, ne? Ich habe auch das Problem, er wollte heute Abend zu mir kommen, er ist halt auch gekommen. Hm. Ich war bei meinen Eltern gewesen, die wissen allerdings nichts davon. Hm. Und da bin ich nach Hause gegangen, da habe ich gedacht, hoffentlich ist er nicht da, hoffentlich kommt die Klopperei wieder nicht vor. Pass mal auf, Steffi, jetzt muss ich mal wirklich was sagen. Ja. Ich habe manchmal Frauen und Mädels hier am Telefon, die so ähnliche Dinge und so Geschichten erzählen wie du jetzt auch. Ja. Und dann frage ich die Frauen und die Mädchen immer, warum bleibt ihr bei diesen Männern? Und dann sagen die das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Ja. Ich liebe ihn noch. Und dann antworte ich denen immer, und das möchte ich dir jetzt auch antworten. Ein solcher Typ ist es nicht wert, dass er von dir geliebt wird. Dickes Ausrufungszeichen, ganz dickes Ausrufungszeichen. Das ist so ein Arsch, weißt du das? Wenn der seine Probleme, die mögen ja auch begründet sein, seine Probleme an dir auslässt und auf dich, damit, du hast ja schon richtige Angst, was du gerade erzählt hast, nach Hause zu kommen, dass er dann da ist. Ja. Das darfst du nicht mit dir machen lassen, Steffi. Ich meine, es gibt ja auch schöne Seiten von ihm, dann geht es wieder eine Zeit. Ja, ne? Steffi, ich glaube dir das, dass es sicher schöne Seiten gibt und sicher hat er vielleicht auch ganz gute Eigenschaften. Aber die wiegen überhaupt nicht das auf, was er mit dir macht.
Da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Man darf dann auch nicht sagen, naja, er ist ja eigentlich doch dann ganz nett. Nein, das ist immer ein Arsch, der so etwas mit einem Mädchen, mit einer Frau macht. Immer. Ausrufungszeichen. Dick. Ja, ich meine, ich bin dann nach Hause gekommen und er war dann zu dem Zeitpunkt nicht da gewesen. Dann habe ich erstmal die Tür zugemacht und da habe ich mich erstmal hier hingesetzt, habe dann versucht, bei der Telefonseelsorge anzurufen, weil ich einfach nicht mehr wusste, ja, was guck mal, wie schlimm es schon ist. Du rufst bei der Telefonseelsorge an, du rufst hier bei mir an, bist völlig fertig. Das ist doch kein schönes und kein glückliches Leben mehr. So wünscht man sich das ja in einer Partnerschaft, in einer Liebesbeziehung. Ja. Ich meine, ich war so weit gewesen, dass ich mir am liebsten die Polster dann heute Abend aufgeschnitten habe. Ich kann irgendwie nicht mehr. In ruhigen Stunden, wenn er nicht gerade jähzornig ist und aggressiv, sagst du ihm das dann auch schon mal, dass es einfach so nicht weitergeht? Ich traue mich nicht, das ihm zu sagen. Weil du dann auch Angst hast, dass er gleich wieder losschlägt? Ja. Steffi, trenne dich von diesem Jungen. Ich schaff das nicht. Du musst das versuchen. Du musst es versuchen. Was hast du denn zu verlieren, Mensch? Du hast doch, dein ganzes Leben besteht jetzt nur noch aus Angst. Halt die Einsamkeit wieder alleine zu sein, dass man nach Hause kommt, keiner nimmt einen mal im Arm oder so. Mhm. Das ist das Problem, was ich halt habe. Ich kann nicht zu meinen Eltern gehen. Ich habe gar keinen Freundeskreis und gar nichts. Ich lebe im Prinzip zurückgezogen. Mhm. Ich gehe arbeiten und das Steffi, war's dann schon. Steffi, aber dann ist es besser, vielleicht nur eine Weile die Einsamkeit auszuhalten, als mit so einem Typ zusammen zu sein. Du bist noch so jung. Und das ist jetzt kein blöder Spruch von einem Älteren, wirklich nicht. Das meine ich ganz ernst. Wenn ich bin hundertprozentig sicher, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn eine Pause eingetreten ist, sicher wieder einen netten und wirklich freundlichen jungen Mann auch findest. Eine neue Liebe. Der ist es nicht. Und nur weil du Angst hast vor der Einsamkeit, all diese Plagen in Kauf zu nehmen, die Qualen in Kauf zu nehmen, das darfst du nicht machen. Dass jeder Tag und jede Woche, die du da länger bleibst, ist für dich und deinen Zustand und dein inneres Leben ist einfach schlecht und scheiße. Du musst einfach dann irgendwann mal für dich entscheiden und ganz mutig diesen Sprung dann auch wagen und zu sagen, nein, so nicht mehr. Der hat ja wahrscheinlich das Gefühl auch, dass er alles mit dir machen kann. Der wittert wahrscheinlich auch deine Angst vor der Einsamkeit. Und dann bist du für den eine Sklavin. Und das darf nicht sein. Ich meine, ich habe halt keinen, mit dem ich darüber reden kann. Und jetzt am Wochenende, ich war also in Köln gewesen zum Rosenmontagszug und so. Und ich wollte dann duschen gehen und bin dann aus Versehen ausgerutscht. Und ich habe ihn dann noch gerufen, dass er mir irgendwie helfen sollte, weil das Wasser, mit dem Wasser hatte ich dann halt Probleme gehabt. Und dann bin ich ausgerutscht und er hat mir irgendwie noch so einen richtigen Stoß gegeben, dass ich halt mit dem Rücken halt gegen die Kloschüssel gefallen bin. Steffi, das ist so schlimm, was du erzählst. Und also ich habe richtige Macken am Rücken, ich habe blaue Flecke und alles sowas. Und meine Eltern haben das halt gesehen und haben gefragt, was hast du da gemacht? Und dann habe ich gesagt, ich bin einfach ausgerutscht, aber ich pack das alles nicht mehr. Aber Steffi, nochmal gefragt, was hast du denn zu verlieren? Du kannst einfach nur gewinnen. Nämlich, dass du weniger Angst hast. Im Moment hast du ja nur noch Angst. Das ist doch ganz schlimm und das ist doch keine Zukunft für dich, keine Zukunftsperspektive. Du hast halt diese verdammte Einsamkeit dann wieder. Ja, aber wie gesagt, das ist für eine Weile vielleicht dann nicht so schlimm, als dieses Martyrium da auszuhalten, in dem du da drin steckst. Außerdem ist es so schäbig und so fies, so jemand ist es nicht wert, geliebt zu werden. Was machst denn du vom Beruf, Steffi? Ich bin Arzthelferin. Und du hast auch keine Freundinnen? Oder gar keine. Wie kommt denn das? Weil ich eigentlich zurückgezogen lebe. Ich meine, ich gehe ab und zu mal ins Stadion Fußball gucken oder so. Da haben wir halt einen Fanclub gegründet. Aber sonst eigentlich habe ich überhaupt keine Freunde gehabt. Wenn es nicht nach meiner Pfeife, ehrlich gesagt, ging, dann habe ich den Kontakt eigentlich abgebrochen. Ich wünsche dir sehr, dass du ganz schnell es schaffst, diesen Mann zu verlassen, diesen Jungen zu verlassen. Und dass du dann auch den Hintern hochkriegst, so was dein eigenes Leben angeht, dass du dich ein bisschen mehr unter Leute mischst. Dass du auch mal alleine ausgehst und vielleicht doch mal eine Freundin oder eine Bekannte triffst. Dass du einfach ein bisschen so ins Leben reinwächst. Und dann werden auch ganz andere Zeiten kommen und du wirst auch andere Jungs kennenlernen. Das ist meine ganz, ganz klare Meinung, Steffi. Ich möchte aber jetzt noch was. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen redest, nach unserem Gespräch. Ja. Ne? Das ist in Ordnung. Ja. Dann leg mal auf und der Peter wird dich gleich anrufen, Steffi. Okay, danke. Nochmal mein Rat. Verlass diesen Typ.
Ganz, 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 ganz wichtig finde ich das. Ja. Alles Gute. Danke. Mach tschüss. Weiter so. Tschüss, Steffi. Tschüss. Katrin, Katrin, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Katrin. Oh, ist ja furchtbar, ne? Also einfach nur den Kerl im Arsch treten. Mhm. Aber ich habe eigentlich das Gegenteil. Und zwar bin ich ganz doll in meinen Zahnarzt verliebt. Jetzt müssen wir mal umschalten, ne? Das war so ein trauriges Gespräch gerade. Genau. Du bist in deinen Zahnarzt verliebt. Du bist aber nicht Arzthelferin. Nein. Erzähl uns ein bisschen über und von deinem Zahnarzt. Der sieht ganz toll aus. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Der hat dunkle, kurze Haare. Natürlich. Braune Augen. Aha. Ganz toll. Wie alt ist er? Ich denke so 28. So ein junger Zahnarzt? Ja. Aha. Und wie lange gehst du schon zu ihm? Ich bin jetzt erst hierher gezogen, also jetzt sind es 2 Monate. Mhm. Und seitdem gehst du fast so jeden zweiten Tag zum Zahnarzt? Nein. Was da tut's weh, da zieht es. Nein, da wurde jetzt eine Wurzelbehandlung gemacht. Ja. Und also 2 Wochen musste ich knapp jeden Tag hin. Mhm. Und jetzt. Und das war die schönste Wurzelbehandlung deines Lebens bisher? So ungefähr, ja. Es hat auch gar nicht wehgetan. Nein. Herr Doktor, kommen Sie doch noch mal ein bisschen näher ran, ne? So nach dem Motto. So ungefähr, ja. Ja, Steffi, Katrin, und nu? Ich traue mich nicht, den anzusprechen. Was, ich meine, wahrscheinlich, wenn der so gut aussieht und so jung ist, wirst du wahrscheinlich nicht die Einzige sein, die ihn anhimmelt, ne? Naja, klar, aber... Gab es denn, hat er so ein ganz klein bisschen dich zurück angehimmelt? Ja, ich denke, also man wirft sich schon ein paar Blicke zu oder so. Mhm. Beim Reinkommen, beim Rausgehen. Man hält die Hand länger fest, wenn man sich verabschiedet oder so. Das kann man natürlich auch alles überinterpretieren. Ja, ne? Natürlich. Das kann auch sein, dass der das mit jedem macht und du denkst, oh, er macht es nur mit mir. Ja, ja, ist schon klar. Aber, ne? Meinst du denn, dass das über so ein Schwärmen hinaus schon stärker ist, das Gefühl bei dir? Doch, ich denke schon, ja. Also es gibt ja so klar, jeder von uns schwärmt mal für irgendwelche Leute. Die, aber ich denke doch, dass es ein bisschen mehr ist so. Dann musst du auch mutig sein, Katrin. Oh. Du weißt, was ich jetzt sagen werde. Ne? Natürlich. Hast du mit dem Gedanken selbst auch schon gespielt? Natürlich. Ja. Welche Möglichkeiten hast du da durchgespielt? Ach, wenn die Schwester mal rausgeht oder so. Aber die geht nie raus. Das hat irgendwie nichts draußen zu tun oder so. Weißt du denn, wo er wohnt? Nein, weiß ich nicht. Du weißt doch nicht, ich meine, mit 28 wird er wahrscheinlich noch viel ausgehen, wo er so ausgeht. Du hast ihn im Privatleben noch nie gesehen? Nein, noch nie. Mhm. Oh, das ist verdammt schwierig. Das ist verdammt schwierig. Er wird natürlich auch eine Grenze ziehen zwischen seiner Arbeit und Privat. Und nur wenn es ganz groß in ihm entbrennt, das Gefühl, dann wird er wahrscheinlich auch aktiv werden. Aber ich könnte mir vorstellen, ich weiß das so von Ärzten, dass die auch immer so eine Mauer ziehen, ne, und sagen, nie mit Patienten. Oh. Kannst du es gar nicht mehr aushalten? Nein, das ist furchtbar. Aber schön so. Ja, ich überlege, es gibt so 2 Strategien. Es gibt so diese Hauruck-Methode, dass wenn du es überhaupt nicht mehr aushalten kannst, ihm ganz einfach mal einen sehr netten Brief schreibst. Ja. Oder ihm vorschlägst, dass ihr mal zusammen Kaffee trinken geht. Du musst ja nicht gleich ihm einen Liebesbrief schreiben, sondern vielleicht nur so einen Vorschlag machen. Ja. Oder aber du spielst Detektivin und kriegst raus, wo er wohnt und wohin er geht. Und dann bist du zufällig vielleicht in dem Restaurant oder in der Bar, auch in der er ab und zu verkehrt. Das ist natürlich der mühsamere Weg. Ne? Ja, das ist aber vielleicht besser, ne? Das ist natürlich geschickter, ja. Dann kannst du sagen, ach, was für ein Zufall. Wie, duzt du ihn schon? Nein, natürlich nicht. Ja. Sie hier. Herr Doktor, Sie hier. Ja, Katze, das sind die beiden Möglichkeiten. Mhm. Mehr gibt's nicht, aber du musst das unternehmen. Du darfst nicht zu Hause sitzen und Arztromane jetzt lesen und an ihn denken. Nein, Quatsch. Wie heißt er denn mit Vornamen? Das, ich weiß es nicht. Weißt du auch nicht? Ach, Quatsch. Also das weiß man doch. Das steht doch draußen angeschrieben. Nein, das ist so ein Assistenzarzt nur. Ach so. Das ist nur so ein Assistenzarzt. Ja. Also, ja. Wenn das mit dem Detektivspielen zu kompliziert ist, dann lad ihn ganz einfach mal zum Kaffee ein. Einfach so, ne? Ja, und wenn du eine Abfuhr kriegst halt eine Abfuhr, das war's, dann suchst du einen anderen Zahnarzt. Ganz genau. Viel Glück! Alles klar, tschüss, danke, Katze. Gut, tschüss. Simone, 23. Ja, hallo. Heute rufen nur Mädels an, das ist schön. Ja. Hi, Simone, dein Thema. Ja, ich habe so ein kleines Problem. Mhm. Ich habe, also seit 3 Wochen steht es fest, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Und ich habe ungefähr vor 2 Wochen... Kleines Problem ist gut. Ja. Und ich habe ungefähr vor 2 Wochen mit jemandem geschlafen. Und auch mit Kondom, aber das ist kaputt gegangen. Also vor 2 Wochen? Ja, ungefähr. Also ich weiß es erst jetzt 5.
Sechs Tage weiß ich es. Mhm. Und du hast vor 2 Wochen erst mit dem geschlafen? Ja. Dann halte ich es jetzt mal so ganz spontan gesagt für relativ unwahrscheinlich, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil die Zeit so kurz ist dazwischen. Mhm. Ich weiß nicht genau, ich glaube, dass es nicht möglich sein könnte. Hast du denn andere Überlegungen auch gehabt, wie es sonst gekommen sein könnte? Nein, nicht, dass ich das jetzt von ihm gekriegt habe. Ach so. Nein, das nicht. Ich meine nur, dass ich mit dem geschlafen habe und ich es habe. Ach so, ich verstehe. Mhm. Und du hast jetzt eine Verantwortung und überlegst, ob du dem das sagst. Ja, es weiß kein Mensch, außer mein Arzt und mir. Mhm. Und ich weiß nicht, irgendwie... Wie lange weißt du denn, dass du HIV-positiv bist? Ja, so ungefähr 5-6 Tage. Ach, das weißt du jetzt das auch? Das weiß ich jetzt definitiv ein bisschen, erst, ja. Ja. Wie ist das rausgekommen? Durch eine normale Untersuchung? Nee, durch einen Test. Und was hat dich veranlasst, den Test zu machen? Ja, also ich lerne Arzthelferin. Mhm. Und in der Schule ist festgestellt, oder beziehungsweise hat unsere Lehrerin gesagt, dass es zwei Typen vom HIV-Virus gibt, den Typ 1 und den Typ 2. Und der Typ 2 ist erst vor einem Jahr gefunden worden, dass es den überhaupt gibt. Mhm. Alle sämtliche Blutproben und Konserven sind alle nur nach diesem einer Virus da untersucht worden. Mhm. Und jetzt dadurch, dass es diesen zweiten, also es sind zwei verschiedene Formen. Und und dann habe ich mir gedacht, weil ich hatte vor zwei, drei Jahren, ja, hatte ich einen Autounfall gehabt und da musste ich auch Blutkonserven kriegen und dann hatte ich ein bisschen Schiss gehabt, ja, und dadurch ist das rausgekommen. Mhm. Ich habe mich also auch erst ziemlich spät dazu entschlossen, diesen Test zu machen. Du wirkst, ich glaube, ich wäre viel fertiger mit den Nerven, wenn ich das vor so, also so, ja. Du wirkst ziemlich gefasst. Ja, ich mache mir den ganzen Tag darüber Gedanken und ich weiß absolut nicht mehr jetzt, was ich machen soll. Es weiß niemand außer dir und deinem Arzt was davon. Hast du einen Freund im Moment? Nein. Jetzt war aber der Anlass des Anrufes diese Geschichte mit dem geplatzten Kondom. Ja. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, es ist ja nicht feststellbar, wie lange man das schon hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ich hatte da vorher auch noch einen Freund gehabt und noch mal jemanden. Und aber du vermutest doch, dass es da einen Zusammenhang gibt mit den Blutkonserven. Ja. Das ist ja dann doch schon eine ganze Weile her. Ja. Mhm. Ich finde, Simon, dass du die moralische Verpflichtung hast, diesen Mann, diesen Jungen zu informieren, diesen Mann. Ja, aber was soll ich sagen? Soll ich jetzt hingehen und sagen, hey, hallo, ich bin HIV-positiv? Ja, finde ich schon. Wenn irgendetwas passiert sein sollte, ist es für ihn, finde ich, auch wichtig zu wissen, was mit ihm los ist. Weil er unter Umständen auch wieder mit anderen schläft, ohne Kondome und in der Meinung ist, dass er gesund ist. Ja. Das heißt, er trägt dann ja auch eine besondere Verantwortung und er muss das ja auch wissen, um damit richtig umgehen zu können. Ja, das Problem ist, also ich habe mit dem so jetzt nichts mehr zu tun. Mhm. Das war halt... Aber du weißt ja, wo er wohnt oder wer er ist. Du kriegst ja die Telefonnummer raus oder so, oder nicht? Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht ein enger Freund oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist ja völlig egal. Es ist völlig egal. Solltest du ihn infiziert haben, er muss darüber Bescheid wissen. Guck mal, weil er es ja auch wieder ohne Wissen weitertragen kann. Ja, ich weiß ja im Moment sowieso erstmal überhaupt gar nicht, wie das jetzt mit mir erstmal... Ich weiß nicht, es ist irgendwie ziemlich hart so zu erfahren, dass HIV-positiv ist und... wir wissen beide, dass es da keine Heilungsmöglichkeiten irgendwie bis jetzt gibt. Und ich weiß nicht, ich habe schon gedacht daran, mich vor einen Zug zu werfen und weiß ich nicht was alles. Und ich meine, das kommen ziemlich dumme Gedanken in einem hoch, wenn man wirklich... Du weißt, das ist so kurze Zeit. Ja. Hat dir dein Arzt denn nicht irgendjemand empfohlen, mit dem du darüber reden könntest? Irgendeine Beratungsstelle oder sowas? Ja, mit ihm eben. Mhm. Er hat gesagt, ich kann jederzeit zu ihm kommen, wenn irgendwas ist. Und ich gehe ja auch hin und ich rede ja auch mit ihm, aber ich kann ja nicht zu ihm sagen, hören Sie mal, ich weiß ja noch nicht mal, wie ich das meinen Eltern sagen soll. Es wäre sicherlich auch sehr gut für dich, wenn du mal einen Termin bei der AIDS-Hilfe machen würdest. Da gibt es ja auch immer wieder regelmäßige Beratungsangebote. Ja, können die mir dann irgendwie weiterhelfen? Mit Sicherheit ist es für dich gut, dort mit den Leuten zu reden. Und du wirst mit Sicherheit auch Hilfe dort bekommen, weil die sich nur extrem gut mit der ganzen Sache auskennen, teilweise selbst Betroffene sind. Ja. Und du da eigentlich die optimalen Ansprechpartner hast. Vielleicht noch bessere Ansprechpartner als bei dem einen oder anderen Arzt, der sich eben nicht so sehr gut in der Thematik auskennt.
Also das würde ich dir schon dringend empfehlen, weil alleine mit so einem mit so einer Gewissheit zu leben, finde ich sehr, sehr schwierig und sehr belastend. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ja, das ist das Problem bei mir. Mhm. Ich habe mir jetzt erstmal, mein Arzt hat mir einen Krankenschein ausgestellt, dass ich erstmal jetzt nicht arbeiten muss. Natürlich jetzt nicht deswegen, weil es soll erstmal, ich meine, es gibt wichtigere Leute, die das erfahren sollten, erstmal als die an meiner Arbeit. Ja, natürlich, ja klar. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt mich weiter krank schreiben lassen soll. Also ich müsste theoretisch jetzt eigentlich Montag wieder arbeiten. Mhm. Jetzt, ob ich jetzt nochmal zum Arzt gehen soll oder ob ich arbeiten, was soll ich an der Arbeit machen? Soll ich einfach so tun? Ich meine, ich lerne Arzt davon, okay, das ist, ich bin jetzt nicht beim praktischen Arzt, ich bin beim ist auch egal, bei irgendeinem. Ja, genau. Arzt. Aber ich sag mal so, ich habe nicht so viel mit Patienten jetzt und Blut oder so zu tun. Also, dass da jetzt irgendwas passieren könnte, aber ich habe Panik. Ich weiß nicht, ich traue mich überhaupt nicht mehr auf die Straße im Moment. Also, weil ich... Simon, wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? Ja. Wir werden dich gleich nochmal anrufen. Und damit der Peter, mein Psychologe, dir gleich die entsprechenden Telefonnummern und Ansprechstellen der dort ansässigen AIDS-Hilfe geben. Sodass du da vielleicht jetzt am Wochenende noch anrufen kannst und vielleicht sogar dann direkt für Anfang der Woche dort einen Termin mit denen ausmachen kannst. Ja. Das finde ich sehr wichtig. Da bist du, kann ich dir wirklich mit bestem Gewissen empfehlen, in sehr guten Händen. Das ist das eine. Und auch das Problem, weswegen wir anfänglich geredet haben, das kannst du mit den Leuten ja auch nochmal besprechen. Meine Meinung ist schon, dass du den jungen Mann informieren solltest. Aber es kommt jetzt alles für dich natürlich geballt auf dich zu, deine eigene Diagnose und jetzt dieses Problem. Ja. Sieh mal zu, dass du dieses alles ausführlich auch mit den Leuten von der AIDS-Hilfe besprichst. Ja, ich kann es ja mal probieren. Ja, ja. Wir werden dich gleich nochmal anrufen und dann wirst du gut versorgt mit den entsprechenden Telefonnummern. Okay, danke. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Jetzt ist am Telefon der... Oder die, Gysi, 50 Jahre. Ja, hallo. Die Gysi. Ja, die. Hallo Gysi. Guten Morgen, Jürgen. Grüß dich. Jetzt war wieder so ein ernstes Thema und nun komme ich. Und es ist eigentlich gar nicht so sehr ernst. Erzähl mal. Aber es auch zunächst sehr ernst aussah. Also, ich bin 50 und seit einigen Jahren ein bisschen alleine, getrennt, jetzt Single und surfe ein bisschen so im Internet. Und chatte da ein bisschen rum und habe dann mich nach langem Hin und Her zu einem Blind Date überreden lassen. Und es war für mich eine ganz völlig neue Erfahrung in meinem Alter, muss ich zugeben. Hat mich natürlich schon auch etwas nervös gemacht. Also gut, habe mich in der Früh schick angezogen, musste ja noch ins Geschäft, wusste ich, gehe abends auf das Blind Date. Und irgendwie, ich weiß nicht, was da war, jedenfalls hatte ich Nachmittag ein Problem gesundheitlich, also mir wurde plötzlich übel und links der Arm und alles. Und meine Kolleginnen, die dachten, also Wunder, was mit mir ist. Ich bin dann auch so ein bisschen auf dem Stuhl so zusammen und also Herzinfarkt, was der Geier was. Gleich ins nächste radiologische Praxis haben die mich dahin gebracht. So, mir war auch wirklich dann, ich hatte wirklich auch selber Angst, kannte ich nicht. Naja, dann komme ich dahin, ein unheimlich netter junger Arzt. Ja, also, was man halt so macht, ja, was haben Sie, Beschwerden gesagt, ziehen Sie sich mal aus. So, machen Sie mal den Oberkörper frei. Das ging nicht. Ich hatte einen wahnsinnig schwarzen, tollen Body an. Und schwarze Strümpfe und Strapse. Oh Gott, zog ich das alles aus. Und der guckte mich so an und mir war das so peinlich. Aber dem gefiel das sicher gut, oder? Ja, ich glaube schon. Und dann sage ich, ich habe mich immer interessiert, tut mir so leid, ich wusste ja gar nicht, dass ich heute zum Arzt musste. Jetzt hätte ich mein Flanellhemd angezogen. Ach, sagte, das sehe ich schon auch mal ganz gerne. Und ich weiß auch nicht, was sie heute Abend noch so vorhaben. Ja. Naja. Und draußen, die haben immer getuschelt, diese... Die Arzthelferin. Ja. Naja, gut, dann haben wir das über die Bühne gebracht und es war eigentlich Gott sei Dank gar nichts weiter. Du warst wahrscheinlich völlig aufgeregt, ich weiß es nicht. Weil das vermute ich aber. Ja, Gott, du hast Lampenfieber, passiert das schon mit 50 alle Tage, ne? Bitte? Mit 50 passiert dir das nicht alle ja, Tage. Ja, eben, da hast du Lampenfieber gehabt, ne? Wieso mit, wenn man mit 14 so das, die erste Verabredung hat? Ja. Ne? Nun gut, also das ist gut gelaufen in der Praxis. Du hast dich ein bisschen geschämt. Ziemlich. Aber du bist mit der Diagnose rausgekommen, alles in Ordnung. Ja. Sie können jetzt zu Ihrem Date gehen. Okay. Und ich also dann abends zu diesem Blind Date aufgeregt hin her. Guck ich. Wer kommt? Jetzt sag bitte, nein, bitte nicht. Dieser Arzt. Nein, das ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Jürgen. Das kann nicht sein. Doch. Das ist ja wirklich, das gibt es nicht. Jürgen, der steht, ich
Ich dachte erst, der kommt da zufällig vorbei, gucke den so an. Und dann sagt er zu mir, wir haben so einen Kennwort, da sagt er auch, sag ich, ja, das gibt es nicht. Und dann haben wir so gelacht. Wir konnten nicht mehr. Das ist ja unglaublich. Wir haben so gelacht. Und er sagte noch, und später hat er mir dann gesagt, als ich sie, oder später haben wir uns geduzt, da stehen, da dachte ich, das wäre ein schönes Blind Date für heute Abend. Und seitdem treffen wir uns also einmal im Monat. Hattest du denn vorher nicht die Information, dass er viel jünger ist? Doch, wusste ich. Schon. Ich wusste nicht, dass er so viel jünger ist. Wie viel jünger ist er denn? Wie alt ist er denn? Na, er ist... Der wird jetzt 36. 36, naja. 36 na, ja, und 5. Mal, na, ja. Ich bin 50. Naja, ist doch ich mein, okay. Ich meine, okay. Also er sieht nicht aus wie 36 und ich wie 50. Ja. Also es gleicht sich an, aber trotzdem. Du siehst sicher aus, schätze ich mal so wie maximal 40. 39, 40 so. Ich ne? danke dir. Ja, was ist denn jetzt aus euch beiden, aus dieser grandiosen Geschichte? Die ist ja wirklich filmreif. Ist so süß. Und seitdem treffen wir uns regelmäßig einmal im Monat. Ja. Nicht mehr so blind, natürlich jetzt, ja. Ist mit offenen Augen. Ja. Und ist denn jetzt schon ein bisschen was Näheres entstanden? Ja. 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 Bist du verliebt? Ja. Ja. Er also, auch? Aber er ist noch mehr verliebt. Er ist noch mehr, ist doch eher auf dem Teppich. Mir ist es ein bisschen manchmal peinlich, wenn wir wo sind und dann denke ich mal, wenn die Leute denken, ist sie mit ihrem Sohn und nein, das nicht, aber... Ach, Gisi, da würde ich mich überhaupt nicht drum kümmern, das ist völlig wurscht. Jedenfalls, seitdem habe ich mir noch neue Dessous gekauft und wir praktizieren das jetzt öfter dann so mal. Also wenn ihr beide jetzt länger zusammen bleibt, das ist die schönste Geschichte, die ich je gehört habe, für den Anfang einer Liebe, ne? Also schöner geht's gar nicht mehr. Also es war wirklich toll. Ganz toll. Ich sehe sehr oft, wie ich vor dem in der Praxis dann wieder mich anguckte und ich dachte, hätte ich das gewusst, hätte ich ihm dann ein Hemd angesagt. Ja, nein, das ist schon in Ordnung. Ich sehe das ja auch ganz gerne. Und jetzt macht ihr manchmal Doktorspiele, dann kaufst du dir neue Sachen und dann muss er dich untersuchen oder was? Ja, na gut, also so extrem noch nicht, aber diese Dessous und so, das ist nun schon sehr ausgeprägt. Er steht auf Dessous. Er steht wahrscheinlich hauptsächlich, so wie die meisten Männer, auf schwarze Dessous, ne? Ja, da an dem, es war wirklich, ich konnte nicht anders. Ich stand in Strapsen vor dem Mann. Und da dachte ich, oh Gott, ist mir das bald. Was mich jetzt aber wundert, ist, dass du für die erste Verabredung zu einem Blind Date dich gleich so in Schale wirfst. Ich hab's mir danach, und das hat er zu mir auch gesagt. Und dann hat er gesagt, warum hast du das gemacht? Dann habe ich mir gedacht, als ich mich morgens anzog, ich wusste ja nicht, wie der Abend abläuft. Mhm. Und da dachte ich mir, egal wie der abläuft, ich möchte für mich das Gefühl haben, ich bin in jeder Situation immer gut. Gute Einstellung. Gut dran. Gute Einstellung. Wunderbar. Weiß ich nicht, was kommt. Ich wünsche euch beiden, dir und deinem Onkel Doktor, alles Glück der Welt, Gisi. Ja, Jürgen. Lasst es euch gut gehen. Machen wir. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Schöne Geschichte. 1.33 Uhr und 20 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Und 19 Sekunden, hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln von Radio 1Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Sendung für alle eure Themen. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über was auch immer, dann solltet ihr ganz einfach hier bei uns anrufen. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Und jetzt sage ich herzlich willkommen zu Michael. Hallo. Hallo, du bist 14 Jahre alt. Ja, genau. Das ist schön. Hi. Hi. Michael, was ist los? Ja, also ich habe eine Freundin, ne? Ja. Und ich will eigentlich auch nicht mehr so viel von der, aber die ist schwer erkrankt, ne? Mhm. Vielleicht sogar tödlich. Was hat sie denn? Die hat wohl Krebs. Mhm. Was für ein Krebs, weißt du das? Nee, was für ein Krebs weiß ich jetzt nicht genau, aber ja, das ist wohl auch ein Anfangstumor, ne? Aber ist sie so alt wie du? Ja, die ist ein bisschen jünger. Mhm.
Und woher weißt du das, dass sie so schwer krank ist? Hat sie dir das erzählt? Oder was? Nee, die weiß das sogar gar nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß das von meiner Mutter, weil die Mutter von meiner Freundin, die sind sehr eng befreundet. Ach so. Ja. Ne? Und ja, ich weiß das dann halt. Ich habe das auch mitgekriegt und meine Mutter hat es mir auch bestätigt. Ne? Wie lange bist du mit dem Mädel schon zusammen? Halbes Jahr vielleicht. Und wir haben auch eigentlich uns erst so auf telefonischer Basis, ne, so kennengelernt. Ne? Die dachte erst irgendwie, das wäre eine Blinddarmoperation oder so. Ne? Habe ich sie angerufen, sie ein bisschen getröstet, ne, wie das halt so ist. Ne? Ach, sie war damals schon wegen der schweren Krankheit im Krankenhaus und du hast sie dann angerufen? Ja, genau. Und dadurch ist dann euer näherer Kontakt auch entstanden? Ja, genau. Dann hieß es, komm, wir treffen uns mal. Ne? Ja, dann, ja, so ist das. Dann haben wir uns getroffen. Ja, und dann ist das so entstanden und zusammengewachsen auch zwischen euch beiden. Wo liegt jetzt so genau das Problem, Michael? Ja, dass ich der nicht gerade sagen will, dass ich nichts von der will, ne? Weil die will wohl auch ein bisschen mehr, ne? Dann befummelt sie einen so ein bisschen, ne, wenn man so zusammenliegt, ne? Und das möchtest du aber gar nicht? Nee, eigentlich nicht so. Und du hast jetzt ein schlechtes Gewissen, ihr zu sagen, du möchtest nichts, weil sie so schwer krank ist. Ja, genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also du bist eigentlich interessiert an der Freundschaft und nicht an der Liebesverbindung. Ja, genau so ist das. Hast du mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ja. Was meint die denn? Ja, die weiß auch nicht so recht, ne? Weil wir wollen ja auch nicht, dass die Freundschaft dann darunter leidet, ne? Weil die Eltern sind auch ganz gute Freunde von uns, ne? Ja, also ist eine ziemlich blöde Sache, oder? Klar. Ist auch eine schwierige Sache. Einerseits. Andererseits darf man natürlich auch, man kann auch nur aufgrund von Mitleid nicht eine Beziehung eingehen. Nee, aber die wohnt ja eigentlich auch weiter weg, ne? Nicht so im Ort, dass wir uns eigentlich auch mehr immer telefonisch unterhalten, ne? Doch wenn sie da ist, dann will sie halt auch immer ein bisschen mehr. Aber so direkt, ja, ich will das eigentlich nicht so direkt. Michael, dann würde ich an deiner Stelle, wenn du für dich ganz klar entschieden hast, dass du das nicht möchtest, dass du nicht in sie verliebt bist. Du bist nicht in sie verliebt, stimmt das? Ja. Ja, dann würde ich an deiner Stelle dieses ihr auch so klar zeigen. Ja, aber die ist halt auch sehr in mich verliebt, ne? Ist mir schon klar, dass das schwierig ist. Und du willst ihr natürlich auch nicht unnötig wehtun, ne? Trotzdem kann man das ja auch behutsam machen. Man kann ja auch behutsam so ein bisschen auf Distanz gehen. Und du kannst ihr ja zeigen, dass du schon an der Freundschaft interessiert bist. Oder letztendlich kannst du ihr das ja auch sagen. Aber ja, so eine Freundschaft, da zeige ich dir auch, dass ich interessiert bin, ne? Aber jetzt irgendwie jetzt so knutschen oder so, ne? Möchtest du nicht, ne? Das will ich eigentlich nicht. Nee. Dann mach es auch nicht, Michael. Die hat mir da auch irgendwie erzählt, dass sie früher, ne, da wäre sie 9, ne? Hätte sie irgendwie schon Zungenküssen und so weiter gemacht. Und nee, da bin ich eigentlich nicht so scharf drauf. Hast du denn irgendwie ein anderes Mädchen im Visier, in das du verknallt bist oder gar nichts im Moment? Ja, das ist halt die Freundin meiner Freundin jetzt, ne? Die ist auch mal mitgekommen, ne? Und ja, ich fand die sofort wahnsinnig süß. Ah ja, die findest du schon schärfer. Ja. Und da würdest du dich auch gerne auf ein bisschen mehr einlassen. Ja, eigentlich schon. Also ist der Fall, finde ich ganz klar, Michael. Dieses Mädchen, das so krank ist, versuche zu der freundlich und nett zu sein und zeige ihr, dass du für sie da bist, dass du ein guter Freund bist, aber lass dich nicht auf solche Sachen einmal knutschen und rumfummeln und sowas. Nee, das mache ich eigentlich auch nicht, ne? Jetzt irgendwie, wenn sie auch so ankommt, ne? Ist es auch völlig in Ordnung, wenn du ihr das so sagst, wenn sie ankommt, dass du einfach sagst, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ich finde dich sehr nett, aber ich möchte keine Beziehung mit dir haben. Kannst du sagen, finde ich, das ist eine faire Art, miteinander umzugehen. Hast du Schiss vor, ihr das so ins Gesicht zu sagen? Ja, direkt angenehm ist es mir nicht gerade, ne? Klar, es ist nicht angenehm, aber ich glaube, es ist die sauberste Lösung in der Situation, damit die sich auch keine unnötigen Hoffnungen macht, ne? Aber aber wenn du sagst, ich bin als Freund für dich da, ist das ja auch schon mal sehr wertvoll für das Mädchen, wenn die so krank ist. Ja, die weiß das ja halt nicht, ne? Naja, sie wird das schon irgendwie spüren, dass nicht alles in Ordnung ist mit ihr. Ja, und was ist ja auch nicht normal ist, die denkt immer noch Blinddarm, ne? Und die muss immer noch zu Untersuchungen gehen, ne? Also, dass sie da nicht was wittert, das kommt mir irgendwie auch komisch vor, ne? Sag du ihr aber nichts, ne? Das muss dann müssen die Eltern dann machen. Nee, das würde ich auf keinen Fall machen. Ja, auf keinen Fall. Nee. Gut, Michael. Also, meine Meinung hast du jetzt gehört. Lass dich nicht auf nähere Sachen ein. Ich finde das in Ordnung, wenn du ihr das auch sagst. Und kümmere dich dann um das andere Mädchen, das du recht süß findest.
Ja, das ist ein guter Ratschlag. Ja, und auch das andere Mädchen, ne, als sie hier war, ne, wirft auch ihr Haar so süß zurück, ne? Mhm. Und, ja, auch an der Bushaltestelle waren wir auch da, ne? Ja, also da, die findest du schon recht scharf. Ja, also richtig. Auch die Sommersprossen, die sie hat, ne, also. Dann musst du da was machen, Michael. Mhm. Du bist ja richtig verknallt, ne? Ja, ja. Fast. Dann die Telefonnummer habe ich auch schon von der rausgekriegt. Ja, Mensch, dann ruf sie doch mal an. Meinst du? Ja, klar, ruf sie mal an. Und schlag vor, dass ihr mal irgendwas gemeinsam unternehmt zusammen. Mhm. Ne, so kannst du ja mal allmählich anfangen. Ja, und was ist denn dann, wenn die dann sagt zu meiner Freundin, dass ich sie mal angerufen habe, dann ist die ja wieder total beleidigt. Welche meinst du jetzt, das kranke Mädchen? Ja, die ist dann total beleidigt. Ja, aber dann muss sie dann halt wirklich auch klarkommen. Mhm. Ne, das ist nun mal so. Die ruft ja sogar dann am Valentinstag an und sagt, ne, und beschwert sich, ne, jetzt bin ich aber echt beleidigt. Michael, weißt du, was mich wundert? Dass du dieses Mädchen meine Freundin nennst. Es ist doch eigentlich gar nicht so deine Freundin. Ja, ja, aber trotzdem, die wollte dann auch Händchen halten und so weiter. Das habe ich mich auch mal drauf eingelassen. Ne? Aber ich merke, dass du das nicht möchtest. Also tu es dann auch nicht. Und kümmere dich um das süße Mädel. Aber kümmere dich um das kranke Mädchen natürlich auch als Freund. Ja, aber halt mehr so als Freund. Genau. Auch, ne? Alles Gute. Schönen Gruß an die Mutti. Danke für den schönen Rat. Ne? Danke, Michael. Ciao. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Daniel. Ja, hallo, Domian. 20 Jahre alt. Genau. Hi. Ich habe ein kleines Problem. Und zwar, vor 3 Wochen ist meine Freundin in Urlaub gefahren. Mhm. Und gleich am Tag danach habe ich ihn mit seinem besten Freund betrogen. Dein Freund ist in Urlaub gefahren? Ja. Und dann hast du ihn gleich mit dem besten Freund betrogen. Ja, gleich am Tag danach. Weißt du, wie unsere Sendung gestern hieß? Ja, Schweine. Ich bin ein Schwein. Ja, ne? Genau. Sollte ich vielleicht jetzt so etwas zu dir assoziieren? Ja, kann man schon sagen. Eigentlich schon, ne? Mensch, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 7 Monate. 7 Monate. Und wie war die Beziehung bisher? Gut, eigentlich ziemlich Eigentlich gut. Gut. Und was, welcher Teufel hat dich da geritten? Ich weiß es nicht. Wir haben Wein getrunken und dann ist irgendwie passiert. Also irgendwie ist es dann passiert, so ganz aus Versehen, ne? Ja, irgendwie schon. Wer hat denn da Dampf gemacht? Du oder er? Nein, er hat angefangen. Na, stimmt das auch? Ja, das stimmt wirklich. Aber du hast dann mitmachen müssen, ne? Nein, müssen nicht. Nein, aber es ging dann irgendwie nicht anders. Ja, also nach dem 4. Glas Wein ging es dann nicht mehr anders. Daniel. Ja, und so, nun ist es passiert. Ja, genau. Wie ging es dir dann weiter? Ja, mein Problem ist nämlich jetzt, das war vor 3 Wochen und meine Regel ist ausgeblieben und ich habe mir gestern einen Test gekauft, der war positiv. Auch noch ohne Gummis? Nein, mit. Der mit ist Gummis. Aber gerissen, ja, das war ein latexfreier. Und ja, und jetzt weiß ich nicht, wie oder ob ich es überhaupt meinem Freund sagen soll. Aber ist es nicht definitiv klar, dass du schwanger bist? Nein, noch nicht 100%. Also ich glaube, also ich vertraue den Tests nicht so. Und ich habe nächste Woche den Termin bei meiner Gynäkologin. Ah ja. Ist dein Freund wieder aus dem Urlaub zurück? Der kommt morgen. Hast du denn ist es bei diesem einmal geblieben oder habt ihr dann nochmal? Nee, das ist bei dem einmal geblieben. Und schämt ihr euch jetzt gegenseitig? Ja. Was denkt denn der beste Freund von deinem Freund jetzt zu der ganzen Angelegenheit? Der sagt, ich soll es ihm nicht sagen. Der weiß noch nichts von dem Schwangerschaftstest. Der meint, ich soll es ihm nicht sagen, ich soll es für mich behalten, weil er hat auch eine Freundin und die Beziehung würde in die Brüche gehen und das ist auch seine einzigste Beziehung. Ist dir denn viel gelegen an der Weiterführung der Beziehung zu deinem Freund? Ja, sehr viel. Sehr. Du bist eigentlich nicht verliebt in den Freund deines Freundes. Nein, überhaupt nicht. Nein, das war einfach mal so eine Alkoholgeilheit, sage ich mal. Ja, richtig. Jetzt ist natürlich das große Problem, wenn du schwanger bist, ne? Ja. Dann ist es wirklich höchst problematisch. Wenn du nicht schwanger wärst, würde ich auch sagen, komm, Schwamm drüber, ist schlecht gelaufen, aber es kommt nicht wieder vor und kränkt nicht gegenseitig eure Beziehungen, ne? Aber wenn du jetzt schwanger bist, was dann? Dann wirst du es ihm über kurz oder lang sagen müssen. Ja, ich komme schon die ganze Zeit in Versuchung, das dann nicht zu sagen und das halt als sein Kind. Oh, Daniel, solche Geschichten finde ich schrecklich. Ich auch. Was finde ich schrecklich? Willst du dein Leben lang mit so einer Lüge leben dann? Nein, ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ich hatte hier mal einen Anruf, eine Anruferin, die genau so eine Situation in ihrer Jugend erlebt hat und dann dieses Kind großgezogen hat mit ihrem Mann zusammen, obwohl das nicht das Kind ihres Mannes war und mit dieser Lebenslüge
leben musste und die war nur alles andere als glücklich damit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also da würde ich also warnen vor, dass du dich da auf sowas einlässt. Also nun wollen wir mal hoffen, dass du nicht schwanger bist. Es kann kann ja noch sein, ne? Ja, hoffe ich auch. Wann hast du den Termin bei der Gynäkologin? Am Montag. Am Montag gleich. Wenn du schwanger bist, musst du halt den harten Weg gehen und es ihm sagen. Ja. Es gibt ja da immer noch die Möglichkeit, dass ihr zusammenbleibt. Auch sowas gibt es. Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht. Was meinst du denn überhaupt, wenn der das erfährt, wie der darauf reagiert? Ja, ich denke, er wird mit mir Schluss machen und seinem besten Freund erstmal eine... in die Schnauze schlagen. Ja, glaube ich schon. Also du meinst nicht, dass du ihn nochmal überreden könntest oder um Verzeihung bitten könntest oder irgendwas machen? Nee, was ich auch verstehen könnte, weil es ist sein bester Freund, das ist ein Vertrauensbruch von zwei Seiten. Das ist sehr schlimm für deinen Freund. Ja. Er ist betrogen worden von seinem Freund und von seiner Freundin. Ne? Ja. Also härter kannst du ja gar nicht mehr kommen. Scheiße, dass das passiert ist. Ja, sehe ich auch so. Ja. Also, im Moment kann man nichts machen. Im Moment kann man erstmal hoffen, dass du nicht schwanger bist. Und wenn du nicht schwanger bist, finde ich den Tipp deines Kollegen da ganz gut, stillschweigen. Mhm. Ne? Und wenn nicht, dann musst du, dann geht's richtig rund. Ne? Okay. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Daniel. Tschüss. Josef, 38. Hallo Josef. Ja, morgen Jürgen. Guten Morgen, hi. Die Verbindung ist eben ein bisschen leise geworden, ich verstehe dich kaum. Aber kriegen wir hin. Pass auf, ich bin jetzt 38, ja? Ich habe einen eigenen Betrieb und ich nehme an, ich habe mich in einen meiner Mitarbeiter verliebt. Erst war es der Zahnarzt, jetzt ist der Mitarbeiter. Was für einen Betrieb hast du? Einen Handwerksbetrieb? Wir haben einen gemischten Betrieb. Wir machen also mit Fahrzeugverkäufen, mit Wohnungsauflösungen, Räumungen und allem drum und dran. Wir sind also sehr weit gestreut. Und das ist also von mir ein freier Mitarbeiter. Mhm. Der ist durch einen festangestellten Mitarbeiter bei mir im Betrieb reingebracht worden. Mhm. Und ich habe ihn kennengelernt, nachdem er schon ein halbes Jahr lang hier beschäftigt war. Ja. Bist du schwul? Ich sag mal eigentlich nein. Hattest du denn schon mal Beziehungen oder Kontakt? Hast du Erfahrungen gemacht mit Männern? Oder ist das jetzt das erste Mal, dass du so ein Gefühl entwickelst in dir? Ja, also Kontakt mit Männern in der Hinsicht überhaupt noch nicht. Mhm. Es ist für mich das erste Mal, dass ich überhaupt so ein spontanes Gefühl für einen anderen Mann entwickle. Du hast auch noch nie mit einem Mann geschlafen? Nein, überhaupt noch nicht. Wie hast du denn dann überhaupt dieses Gefühl bemerkt und wie hast du das eingeordnet, als das so aufkam in dir? Also im ersten Moment war es ein Schreck. Für mich war es ein regelrechter Schreck. Ich bin verheiratet, lebe getrennt, ich habe zwei kleine Kinder. Was war das für ein Gefühl? Hast du gedacht, oh, der sieht aber knackig aus? Oder hast du einfach gedacht, das ist aber ein sehr toller Mann, netter Mann auch? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also er ist bei uns mit dem LKW unterwegs, als Beifahrer, wenn er bei uns tätig ist. Ne? Und so im Vorbeigehen auf dem Hof, man sieht die Leute ja. Aber ein direkter Kontakt ist, wie gesagt, erst nach einem halben Jahr zustande gekommen, dass ich ihn also persönlich kennengelernt habe. Und er kommt rein zu mir ins Büro, stellt sich vor, ich gebe ihm die Hand. Und das ist ein Gefühl gewesen, als wenn man so in eine Steckdose rein. Das ist so ein blitzartiges Erlebnis. Ne? Mhm. Und wenn ich ihn sehe, ich sehe nur noch ihn, ich sehe nur noch seine Augen und ich vergesse um mich herum, ringsherum wirklich total. Verwirrt dich das nicht total, wenn du bisher völlig heterosexuell gelebt hast? Das ist ja das, was mich jetzt so unheimlich irritiert hat. Weil ich finde das Gefühl nicht schlecht. Ja, ich mag diesen jungen Kerl. Ne? Es ist für mich jedes Mal eine Freude, wenn ich morgens ins Büro gehe und das heißt, es steht Arbeit an, wo er wieder auftaucht. Hast du nicht Schiss davor, schwul zu sein oder zu werden? Ich bin eigentlich ziemlich tolerant in jeder Hinsicht. Ja, das sagen viele Leute. Aber wenn's dann sie trifft, dann ist die Welt doch ganz anders. Und wenn man das dann gegenüber den Freunden vertreten soll und so, ist dann unter Umständen doch Irritation da und es wird kompliziert. Das wäre für mich das geringste Problem. Für mich das Problem stellt sich ganz einfach nicht so dar. Er ist aber ein Angestellter. Ein Abhängigkeitsverhältnis. Jein. Weil er ist erstmal nicht fest angestellt. Er arbeitet also nur auf Abruf. Also er ist ein Angestellter. Das ist eine gewisse Problematik. Aber die Hauptproblematik, glaube ich, besteht A, darin, ist der schwul? Und B, wenn er schwul ist oder bisexuell, hat er für dich auch ein Auge? Das sind die Fragen. Ja, mag sein, dass ich da jetzt in einige Sachen zu viel reininterpretiere. Aber ich meine, von seiner Seite aus, das normale Verhältnis zwischen Angestellter und Chef, darüber geht sein Verhalten auch hinaus. Mhm, ja, also
wie vorhin schon ein Anrufer sagte, der Handschlag dauert länger. Ja, sowas, ja, ja. Der Blickkontakt ist enger. Die kleinste Berührung macht einen dann schon ganz wibbelig, ne? Die zufällig irgendwie so passiert. Habt ihr denn ab und zu auch schon mal irgendwie privat was unternommen? Das blocke ich momentan noch ab. Mhm. Weil ich möchte ihn da jetzt auch nicht irgendwie, also wenn das beidseitig ist, das setze ich mal voraus, ich möchte ihn da jetzt auch nicht in irgendeine Situation reinbringen, weil er hat eine große konservative Familie. Mhm. Und wie gesagt, er ist ein Neffe von einem Festangestellten bei mir. Also es ist schon sehr kompliziert. Dennoch finde ich das natürlich grandios, wenn da solche Gefühle entstehen und vor allen Dingen, wenn die auch noch beidseitig sind. Deshalb würde ich, ich glaube, ich würde Folgendes machen, wenn ich du wäre, Josef. Ich würde versuchen, so ganz, ganz, ganz unverbindlich mal sowas Privates miteinander zu machen. Da kann man ja sich ganz anders erfahren, wenn man beim Bier irgendwie zusammensitzt oder vielleicht irgendwas ins Kino mal zusammengeht oder weiß ich, irgendwas unternimmt. Dann kannst du eher auch ein bisschen mehr wittern, was mit ihm los ist und wie er und ob er auf dich steht. Nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber ganz vorsichtig langsam annähern. Das ist doch spannend. Mensch, macht das. Es ist schon spannend, weil ich habe ja auch eben durch meine Firma sehr viel Kontakt zu jungen Männern, zu jungen Leuten. Mhm. Und das ist bei ihm ist er der Einzige, bei dem überhaupt irgendwie so dieses Kribbeln entsteht oder besteht. Ne? Mhm. Also du bist verliebt. Ja, schon, das ist, ne? Man, er hat sich jetzt auch angeboten, jetzt die Vorbereitung für unser Betriebsfest im Juli mit vorzubereiten und engagiert sich da auch sehr stark. Mhm. Und also ich habe so das Gefühl von meiner Seite aus, dass er den Kontakt irgendwo sucht. Na wunderbar. Ja. Dann greift das auf und denkt dir irgendwas aus, dass es mal so ein bisschen ins Private auch reingeht. Dass ihr vielleicht zusammen irgendwie arbeitet und dann wirst du vorschlagen, ach komm, wir können ja auch ein Bier trinken gehen oder irgendwas. Dass ihr mal alleine irgendwo auch in einem privaten Umfeld seid und nicht nur in dem Firmenambiente. Und dann lass es mal sich allmählich entwickeln. Und mal gucken, was mit deiner Verliebtheit passiert und vielleicht stachelt sich das ja gegenseitig auf und du machst da ganz neue Erfahrungen. Mit deinen 38 Jahren, kann ja sein. Sicher mal, ich bin neuen Erfahrungen gegenüber nie abgegangen. Ja, umso besser. Also Josef, behutsam offensiv werden, würde ich sagen. Aber meinst du, man könnte das also trotzdem machen, obwohl er jetzt praktisch mein, also er ist ja mein Angestellter, dass man da, ich will ihn da nicht in eine Zwickmühle bringen. Und natürlich, sag mal, natürlich. Ich will den anderen Mitarbeitern jetzt auch nicht was geben, um ihm jetzt irgendwas anzutun, sag ich mal, ja. Ist mir klar, deswegen sollst du es sehr behutsam machen, aber die formale Konstellation ist ja ganz günstig, weil er eben als freier quasi bei dir arbeitet, auf freier Mitarbeiterbasis. Mhm. Ich würde es ganz vorsichtig machen, wenn dein Herz so sehr dazu ihm hinschlägt, darf das nicht verkümmern. Das darf man nicht zuschütten, finde ich. Du hast mir schon schlaflose Nächte gekostet, meine Frau. Aber du lebst mit der Frau nicht mehr zusammen? Nein, wir leben nicht. Ja, umso besser. Also ich wünsche dir viel Glück. Na gut. Mein lieber Josef, tschüss. Jo, tschüss. Jetzt haben wir den Sascha. Hey, der ist auch 14 Jahre. Ja, hallo. Sascha, stimmt das, 14? Nee, 19. 19? 19, ja. Da bitte ich aber sehr um Entschuldigung. Nee, das ist nicht so wild. Nee. Ich wäre gerne wieder ein paar Jahre jünger. Nee, also ich habe ein großes Problem sogar. Und zwar, glaube ich, meine Schwester will mit mir schlafen. Und zwar ist das passiert, ich bin ins Bett gegangen, da kam sie gerade aus der Dusche. Mhm. Und nur so im Vorbeigehen habe ich dann ihre Brüste berührt. Mhm. Und wie alt ist sie? Sie ist 22. Mhm. Und dann wollte sie, dass ich sie streichel. Und wie hat sie gesagt? Streichel mich bitte, oder wie? Ja, sie fragte, möchtest du mich streicheln? Und ich antwortete, sagte erst nein und so, möchte ich nicht. Und dann hatte sie mich noch ein paar Mal gefragt und kam auch wieder näher an mir ran, und so dass ich da die Berührung kaum aus dem Wege gehen konnte. Und dann hatte ich sie auch gestreichelt, aber mehr so aus Angst, also dass ich da jetzt nicht wegkam. Wo hast du sie gestreichelt? An den Brüsten sollte ich sie streicheln und habe sie dort auch gestrichen. Aber du hast sie nur gestreichelt und dabei ist es geblieben. Ja, aber ich fand das sehr erregend, hatte auch eine Erregung, und das verwirrt mich jetzt alles. Mhm. Und den darauffolgenden Tag, da fragte sie mich dann, ob ich sie nicht befriedigen möchte. Mhm. Und also ich meine, ihr seid ja nun beide erwachsene Leute. Ja. Und das bricht jetzt plötzlich raus. Gab es da früher auch schon mal irgendwie Anwandlungen, Andeutungen von ihrer Seite? Ja, eigentlich gar nicht so, aber wohnt ihr? Ihr wohnt auch zusammen im Haus noch, bei den Eltern? Ja, meine Eltern haben uns dann das Dachgeschoss ausgebaut. Mhm. Und da wohnen wir im Prinzip zusammen. Das ist nämlich das Schlimme. Mhm. Wir haben auch zusammen das Bad und das alles. Und das kann ich eigentlich kaum aus dem Wege gehen oder schlecht, ne?
Hast du eine Freundin momentan? Nee, ich habe in der Beziehung eigentlich so gut wie gar keine Erfahrung, weil ich bin sehr schüchtern und das ist eigentlich nicht so. Mhm. Du hast auch noch überhaupt gar keine sexuellen Erfahrungen mit Frauen? Nee, gar nichts eigentlich. Nur so halt mal ein bisschen küssen oder so, aber sonst gar nichts weiter. Und sie? Hat sie einen Freund? Nee, hat sie nicht mehr. Hat sich von denen getrennt. Mhm. Also sie hat schon Erfahrungen mit Jungs hinter sich. Mhm. Ja. Und jetzt versucht sie immer, sich so körperlich zu nähern bei mir. Ne? Mhm. Jetzt so, und ich weiß, mit meinen Eltern kann ich darüber nicht reden. Oder habe ich auf jeden Fall nicht den Mut dazu. Also, dass dich das dann in einer gewissen Weise, vor allen Dingen, wenn du noch keine Erfahrung gemacht hast, erregt, ist, glaube ich, völlig normal. Und das würde wahrscheinlich jedem jungen Mann so gehen. Aber ich höre schon auch daraus, wie du das so erzählst, dass du das eigentlich nicht möchtest. Ne? Ja, auf eine Art ist es ja schön, aber man darf es ja halt nicht. Ne? Du machst dich strafbar. Ja, eben. Und ich glaube auch, es sei denn, wenn dann eine ganz große Liebesbeziehung sich irgendwie entwickelt hat, dann kann man sicher da noch in anderer Weise drüber reden. Aber in diesem Fall glaube ich auch nicht, dass du dir da Gutes tun würdest, Sascha. Ich glaube nicht, dass das für dich und deine Entwicklung gut wäre. Ich fände es viel besser, wenn du vielleicht dich erstmal auf die Suche machen würdest oder wenn sich da was ergeben würde, dass du eine Freundin finden würdest oder dass du mit anderen Frauen, Mädels Erfahrung sammelst. Ja, das ist richtig, aber ich bin auch nicht verliebt in sie oder so. Das ist halt so mehr der Reiz dann da an der ganzen Geschichte. Bloß das Dumme ist ja, ich kann dir nicht aus dem Weg. Ich bin in der Lehre. Ich kriege 550 Mark und damit kann ich mir leider keine eigene Wohnung suchen. Ne? Ist mir klar, Sascha. Aber du bist nun auch kein Depp. Nee. Du kannst ja auch Nein sagen. Ja. Ne? Du bist ja nicht abhängig von ihr. Ihr wohnt zwar zusammen, aber du stehst ja nicht unter ihrer Knute. Du kannst ja sagen, nein, ich möchte das nicht. Ganz klar. Oder? Warum? Ja, aber bis jetzt fehlt mir so der Mut dazu. So. Warum denn? Was kann dir denn passieren? Ja, weiß ich nicht. Ist doch völliger Blödsinn. Sie hat dich doch überhaupt nicht in der Hand. Es ist doch eigentlich sogar sehr peinlich für sie, dass sie so etwas forciert. Finde ich. Stell dir mal vor, das würden eure Eltern rauskriegen, was da los wäre. Ja, eben. Genau. Das ist mein größtes Problem. Ich gehe denen auch jetzt also völlig aus dem Weg. Den Eltern? Ja, so allgemein oder so die Gespräche oder so. Ich gehe dann zum Essen runter und dann... Das ist ja alles schon sehr peinlich, was da jetzt in der Luft liegt. So. Ist das oberpeinlich, ja. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich bin also völlig durch den Wind. Hat sie denn früher, als du... ich frage das nochmal, wenn mir das so seltsam erscheint, dass gerade jetzt in eurem Alter da diese ersten Versuche ihrerseits gestartet werden, als du sehr viel jünger warst, weiß ich jetzt so 10, 12 oder so, gab es da schon mal irgendwelche Anzeichen, dass sie mit dir sexuell was machen möchte? Nö, eigentlich nicht so. Aber sie kam, also wenn ich dann irgendwie gebadet habe oder so, war sie eigentlich auch meistens mit im Badezimmer drin. Früher? Ja, also aber da hat sie nichts getan. Weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob sie mich jetzt nur verarschen will. Hältst du das für möglich, dass sie dich verarschen will? Ich weiß es wirklich nicht. So nach dem Motto, mal gucken, ob der Kleine sich darauf einlässt und hinterher lache ich ihn aus, oder wie? Ja, oder ich habe sonst eigentlich bis jetzt immer ein gutes Verhältnis mit meiner Schwester gehabt. Ich konnte mich mit der eigentlich auch so... Pass mal auf, Sascha, dann sieh auch zu, dass das Verhältnis gut bleibt. Und damit es gut bleibt, sage du ein entschiedenes Nein. Zieh eine Grenze so weit und weiter nicht. Und das wird die akzeptieren, bin ich ganz sicher. Weil alles andere wäre für die auch ausgesprochen peinlich, wenn die da noch mehr Druck ausüben würde. Ne? Ja. Und da kann dir auch gar nichts passieren weiter. Okay? Ja, okay. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war diese Woche von 1Live Domian. Und ich sage herzlichen Dank meinen Mitarbeitern im Hintergrund, nämlich Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Peter Dunajski, Annette Bastian, Marco Rösseler, Mathilde Kohl, Katrin Heckmann, Achim Kretschmer, Petra Grützmann und Peter Ofsjanowski. Und nächste Woche sind wir natürlich auch wieder da, jede Nacht. Und unsere Themen heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch »Mein Kind schafft mich«. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und keiner hat's gemerkt. Da bin ich ganz gespannt, was ihr mir da alles erzählen werdet. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sind dann, hoffe ich, in alter Frische wieder alle da und versammelt in der Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut. Ciao.